Global. Honduras und Guatemala gehören weltweit zu den gefährlichsten Ländern für Menschenrechtsverteidiger im Bereich Landrechte und Umweltschutz. Zu diesem Schluss kommt Amnesty International in einem neuen Bericht. Besonders gefährdet sind demnach Einzelpersonen und Gemeinschaften, die sich für den Schutz der Umwelt gegen Bergbau, Abholzung und Wasserkraftprojekte wehren. 2015 wurden weltweit 185 Menschenrechtsverteidiger umgebracht. Allein 122 von ihnen in Lateinamerika. Im Hinblick auf die Gesamtbevölkerung weisen Honduras und Guatemala mit 8 bzw. 10 Morden die höchste Mordrate auf. Eines der Mordopfer war die Menschenrechtsverteidigerin Berta Cáceres. Ihre Organisation COPIN setzt sich seit 2013 für den Erhalt des Flusses Gualgaque und gegen den Bau eines gefährlichen Staudammes ein. Cáceres erhielt mehrfach Morddrohungen, untersucht wurden diese jedoch nicht. Trotz Bemühen der Interamerikanischen Menschenrechtskommission gewährten die Behörden keinen Schutz für die Menschenrechtsaktivistin. In Guatemala kommt es regelmäßig zu Schmutzkampagnen gegen Menschenrechtsverteidiger, die sich für Landrechte und Umweltschutz einsetzen. Solche Kampagnen haben das Ziel, Betroffene zu diskreditieren und ihr Engagement zu stoppen. Um die Menschenrechtler zum Schweigen zu bringen, kam es auch in den Medien zu falschen Anklagen und Verfahren. In beiden Ländern haben sich Schutzmechanismen für Betroffene als wirkungslos erwiesen. Das liegt an mangelndem politischen Willen und fehlenden Ressourcen. Erika Guevara-Rosas von Amnesty International befürchtet, wenn die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen werden, trägt dies zu einem Klima der Angst und Straflosigkeit bei, in welchem die Kriminalität weiter gedeihen kann. Deutschland. Die deutsche Bundesregierung will den Bundesnachrichtendienst reformieren. Allerdings sollen fragwürdige und rechtswidrige Praktiken des BND mit der Reform nicht komplett eingestellt werden. Im Gegenteil. Der von CDU und SPD eingebrachte Gesetzentwurf sieht vor, die menschenrechtswidrige und massenhafte Überwachung im Nachhinein gesetzlich zu legitimieren. Nach dem neuen Gesetz sollen Bürgerinnen und Bürger aus Ländern außerhalb der EU weiterhin nicht als Grundrechtsträger gelten. Überwachungen können so auch schon mit sehr vagen Begründungen und ohne konkreten Verdacht stattfinden. Eine Überwachungsmaßnahme gilt als gerechtfertigt, wenn damit die Handlungsfähigkeit Deutschlands gewahrt wird oder sonstige Erkenntnisse von außen und sicherheitspolitischer Bedeutung gewonnen werden können. Hochrangige Verfassungsrechtler halten die neu gewonnene Dreiklassengesellschaft für diskriminierend und verfassungswidrig. Technisch ist es außerdem oft nicht möglich, Datenströme anhand der Staatsbürgerschaft ihrer Urheber zu unterscheiden. Daher besteht die Gefahr, dass auch Deutsche und EU-Bürger menschenrechtswidrig ausspioniert werden. Das neue BND-Gesetz sollte menschenrechtlichen Standards genügen und seine Anwendung durch eine unabhängige Kontrolle überprüft werden. Um ein legitimes Ziel zu erreichen, sollten alle Überwachungsmaßnahmen verhältnismäßig und notwendig sein. Nur so kann der Schutz der Privatsphäre weltweit gewährleistet werden. Intern. Markus Beko hat am 1. September das Amt des Generalsekretärs der deutschen Amnesty-Sektion angetreten. Der 49-Jährige bringt umfangreiche nationale und internationale Erfahrung, ein breites Netzwerk und leidenschaftliche Entschlossenheit für die Idee der Menschenrechte mit. Beko ist seit 12 Jahren bei Amnesty International tätig. Weitere Informationen zu den aktuellen Themen findet ihr auf www.amnesty.de.